Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissinfo Doof Ask Switzerland. Vielleicht fällt es jetzt gerade dem einen oder anderen auf, dass ich nach wie vor den gleichen Kanalbanner und das gleiche Profilbild habe. Das liegt daran, dass ich wirklich tolle, super tolle Einsendungen bekommen habe, aber leider keine genau das war, was ich mir vorgestellt habe. Das ist natürlich hauptsächlich mein Fehler. Ich hätte viel genauere Angaben machen sollen, aber man lernt dazu und in ein paar Monaten probiere ich es dann nochmal. Jetzt bleibe ich mal vorerst bei dem. Dann ist vor kurzem ein kleines Interview mit mir gemacht worden, das ich noch recht lustig gefunden habe und ich dann auch seinen Kanal mal angeschaut habe und gemerkt habe, der Kanal ist gar nicht so schlecht, das gefällt mir eigentlich. Ich verlinke es euch mal unten in der Videobeschreibung. Und jetzt, wenn wir das Ganze abgestempelt haben, können wir auch schon das erste Thema in Angriff nehmen. Wer nämlich in letzter Zeit ein bisschen durch die Medienlandschaft geschnuppert hat, der wird es mitbekommen haben, in Nigeria ist etwas mit dem Schweizer Botschafter passiert. Gut, ich kann euch beruhigen, es ist ihm nicht wirklich zugestoßen, aber es wird debattiert, ob man ihn nicht vielleicht aus Nigeria abziehen sollte. Ich frage natürlich, warum? Was hat denn der arme Typ falsch gemacht? Ist der einfach untauglich als Botschafter? Nein. Sein einziges Vergehen ist, dass er mit einem Mann zusammenlebt, also schwul ist, und dass dort in Nigeria als etwas ganz, ganz Krankes angesehen wird. Wenn man so den Medienbericht angeschaut hat, oder beziehungsweise die Kommentare unter dem Medienbericht, dann muss ich sagen, ist mir ein ziemlich deutlicher Trend aufgefallen. Die meisten finden nämlich, dass das ja wohl gar nicht geht, dass sie zumutig, dass wir unsere Botschafter jetzt wegen so einer Lappalie höchstwahrscheinlich austauschen müssen. Und ich muss sagen, was? Das sind nämlich die genau gleichen Leute, die bei jeder anderen Gelegenheit, wenn es beispielsweise um Flüchtlinge oder irgendwie um Moscheen geht, ins Netz poltern. Unsere Gesellschaft, unsere Schweiz, unsere Welt. Ihr haltet euch dran. Dieser Meinung bin ich auch. Aber das bedeutet, dass ich auch akzeptiere, dass es in einem anderen Land eben heisst, denen ihr Land, denen ihre Gesellschaft, denen ihre Regeln und wer dort angeht, haltet sich auch dort dran. Ich muss sagen, ich habe die ganzen Kommentare echt scheinheilig gefunden, aber gut. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Ab ins Kommentar. Nebst dieser ganzen Botschafter-Sache ist aber in den letzten paar Tagen noch etwas anderes mega in den Zeitungen thematisiert worden. Wir haben nämlich eine neue 50er-Note. Wee! Nein, ganz im Ernst, ich finde es ja schön, kann sich die Hälfte von der Schweiz darüber aufregen, dass sie eben nicht ganz ihren Geschmack getroffen hat. Und es ist auch wirklich schön, dass sich die andere Hälfte von der Schweiz über die erste Hälfte von der Schweiz aufregen kann, weil die erste Hälfte von der Schweiz eben nicht ganz den Geschmack von der zweiten Hälfte von der Schweiz getroffen hat. Und es ist einfach eine Debatte. Es ist cool, wenn man darüber lesen kann. Es ist cool, wenn man darüber diskutiert. Aber ehrlich, ich habe das Ding noch nicht einmal in der Hand gehabt. Ich will noch nicht darüber streiten müssen. Die ganze Diskussion geht mir mittlerweile nur noch so auf den Wecker. Und das Lustige ist, als das letzte Mal eine 50er-Note eingeführt worden ist, also die jetzt aktuell ist, haben die Leute über das genau gleiche debattiert. Ist die neue 50er-Note, was halten Sie von denen? Ja, wunderschön finde ich die. Super. Endlich mal ein bisschen Silber drin. Das gefällt mir gar nicht. Und wieso nicht? Zu der heutigen Zeit, dass man dort die Schüsse bringt. Nein, gar nicht. Gefällt mir also die alten noch besser. Also, ich habe jetzt irgendwie fast schon Skrupel zu fragen, was ihr dazu meint. Will man dann weiter darüber diskutieren. Aber es nimmt mir aber doch ein Wunder. Habt ihr das Gefühl, dass die Debatte mega überzogen ist? Ab in die Kommentare. Und jetzt schauen wir einmal im Bundesrat ein bisschen genau auf die Finger. Nur ganz kurz, wenn wir jetzt schon beim Stichwort Bundesrat sind. Wissen eigentlich alle, was ich meine, wenn ich vom Bundesrat rede? Oder wenn ich zum Beispiel auch von einem Nationalrat rede? Oder müsste ich das mal erklären? Es wäre absolut kein Problem. Ich finde es gut, wenn man fragt. Wenn man etwas nicht checkt, soll man fragen. Ich töne wie ein Lehrer. Aber falls es mal unklar ist, fragt, ich probiere es dann zu erklären, wenn es viele Leute fragen. Aber gut, jetzt schauen wir im Bundesrat ein bisschen genau auf die Finger. Alle 7 Bundesräte zusammen haben nämlich im Jahr 2015 bis zu 17,2 Millionen Franken an PR-Beratung bezahlt. Jetzt fragen sich vielleicht ein paar, was ist PR-Beratung oder was sind PR-Berater? PR-Berater sind die, die den Politiker sagen, du musst dich jetzt so und so verhalten, damit dich die Bevölkerung gern hat und höchstwahrscheinlich wiederwählt. Da tun sich bei mir genau 2 Fragen auf. Erstens einmal, warum gibt der Bundesrat so viel Geld für das aus? Ich meine, schließlich ist es ja nicht das Volk, das ihn direkt wählt, sondern das Parlament. Und dort findet man irgendwie mit dieser Kompromisslösung immer einen passenden Bundesrat. Und der Bundesrat muss eigentlich auch keine Angst haben, abgewählt zu werden. Und meine zweite Frage ist, lieber Bundesrat, was machst du mit unseren Steuergeldern? Also, für das zahle ich Steuern? Ich sage nichts mehr. Ah, und übrigens, mir ist noch eine dritte Frage eingefallen.
wo mir fast schon die wichtigste scheint. Ich meine, wenn man schon so viel Geld für den PR-Berater ausgibt, warum schafft es denn eine Rede wie die vom Schneider Ammann und dem Lachen ins Netz? Also Entschuldigung, wäre ich Bundesrat, könnte ich auch gerade so gut das Fenster aufmachen und das Geld rausschmeißen. Aber gut, eure Meinung ab in den Kommentaren. Das ist sie mit einer weiteren Folge von Swissinfo Doof Ask Switzerland. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Portion Spaghetti mit Tomatensauce freuen. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr mal vielleicht auf Facebook, Instagram oder Twitter vorbeischaut. Ihr dürft natürlich auch auf meinen Ringier-Kanal, also sprich auf Blick am Abend bei mir vorbeischauen. Dort erscheinen meine Videos ja auch. Genießt eure Woche und damit tschüss!